Meiner Meinung nach sind die sozialen Medien das Beste, was diesem Land je passiert ist. Ich meine es ernst. Die Jugend Amerikas wäre doch ohne soziale Medien aufgeschmissen. Ich für meinen Teil, ich brauche Dinge wie Snapchat, TikTok, Instagram, um zu überleben. Aber was ich noch mehr brauche als all diese Dinge, ist YouTube. Dort gibt es alles, was ich jemals brauchen könnte und noch mehr. Von wunderbaren Anleitungen über unterhaltsame Videos, über Familien mit 15 Kindern bis zu echt guten Doku-Serien. Hier gibt es alles. YouTube ist für mich das Wichtigste. Es hat mich im Grunde mein ganzes Leben lang begleitet, zumindest in meinen Teenagerjahren. Im reifen Alter von 18 schaue ich definitiv seit mindestens einem Jahrzehnt zu. Bestimmt kennt ihr diese YouTube-Oldschool-Fans, die sich wünschen, dass alles genauso bleibt wie im Jahr 2012. Als Ray William Johnson zum Beispiel in aller Munde war, vielleicht kennt ihr den ja sogar noch. Sie beschweren sich über jedes Update und jede Veränderung, aber ich muss sagen, ich liebe die Updates. Ich finde es gut, dass YouTube sich ständig weiterentwickelt und zwar auf eine Art und Weise, die ansprechend ist und Spaß macht. Eine der neueren Funktionen, YouTube Shorts zum Beispiel, ist der neueste Trick, um relevant zu bleiben. Sie begannen auf dem Höhepunkt der Pandemie damit und es wurde wie verrückt angesehen, diese kurzen Videos im Handyformat. Sie sind vergleichbar mit TikTok oder Instagram Reels, aber man kann direkt in der YouTube-App bleiben. Ich könnte Stunden damit verbringen, durch sie durchzuscrollen. Ehrlicherweise ist man damit kaum schlauer als vorher, aber es macht irgendwie süchtig. Und genau das habe ich neulich Abend auch getan. Ich passte auf meine jüngeren Geschwister Becca und Josh auf, während meine Eltern übers Wochenende wegfuhren. Nachdem ich den beiden Abendessen gekocht hatte, setzte ich sie vor den Fernseher und schaltete irgendeinen nervigen Film ein, den Kinder in der 6. Klasse mögen. Während sie sich in den Film vertieften, schaltete ich ab und rief YouTube auf meinem Handy auf. Ich steckte einen Kopfhörer ein und begann mich durch die YouTube Shorts zu klicken. Einige waren unterhaltsam genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, andere waren nur eine Neuauflage von TikTok und wieder andere waren Werbung. Plötzlich tauchte ein Kurzfilm von einem meiner Lieblings-YouTuber auf. Sie spielten ein Versteckspiel in meiner Stadt. Offenbar hatten sie überall Sachen versteckt. Das YouTube-Short hatte zwei Hinweise und jeder führte zu einem anderen Ort. Es begann morgen früh um Punkt 10 Uhr. Ich starrte meine Zwillingsgeschwister an und ärgerte mich, dass ich es nicht schaffen würde, weil ich mich um sie kümmern musste. Die ganze Nacht über sah ich mir die beiden Hinweise an und stellte mir vor, das Rätsel zu lösen. Ich hatte keine Ahnung, was der Preis war, aber aufgrund seiner früheren Videos wusste ich, dass es etwas Tolles sein musste. Es dauerte nicht lange, bis ich die Hinweise auch geknackt hatte. Ich wusste, dass Option 1 darin bestand, zum verlassenen Bahnhof zu gehen und Option 2 darin, zur alten Bibliothek zu gehen. Als ich die Hinweise entschlüsselt hatte, war ich ganz aufgeregt. Ich hatte den ersten Schritt hinter mir gelassen. Ich wollte weitergehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war es für mich ungewöhnlich früh. Es fühlte sich an, als würde mir das Universum sagen, dass ich eine dieser Schnitzeljagden absolvieren muss. Ich schaute in die Zimmer meiner Geschwister und sah, dass sie fest schliefen. Ich nahm ein paar Cornflakes und Milch heraus und stellte sie auf den Tresen, zusammen mit einem Zettel, auf dem stand: "Bin bald zurück, bitte sterbt nicht." Ich dachte mir, dass ich nicht so lange brauchen würde. Ich musste mich nur entscheiden, was ich tun wollte. Denn ich hatte nur für einen der beiden Hinweise Zeit. Ich habe also eine Münze geworfen. Kopf: Ich gehe zum Bahnhof. Zahl: Ich gehe in die Bibliothek. Ich dachte, das Schicksal könnte entscheiden. Die Münze drehte sich eine gefühlte Ewigkeit in der Luft, bevor sie dann auf Zahl landete und ich die Adresse der alten Bibliothek in mein GPS eintippte. Pünktlich um 10 Uhr war ich dort, gespannt, wohin mich der Tag führen würde. Als ich auf den Parkplatz fuhr, stellte ich fest, dass ich nicht der Einzige war, der den Hinweis herausgefunden hatte. Ungefähr 150 andere Leute waren dort. Ich dachte daran, wieder nach Hause zu gehen. Aber ich war schon so weit gekommen, also wollte ich es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Ein paar Mitglieder des YouTuber-Teams standen draußen und hießen uns alle in der Bibliothek willkommen. Einer von ihnen rief: "Wir lassen nur 100 Leute in die Bibliothek, kommt schnell!" Auf diesen Ruf hin begannen die Leute zu drängeln und zu schubsen. Es gab keine Ordnung und keine Schlange, sondern nur ein totales Chaos. Ich schloss mich an und drängelte mich durch die Menge. Eines der Mitglieder des Teams zählte laut: "96, 97, 98, 99. Ich spürte, wie eine riesige Hand meinen Oberarm packte und mich nach vorne zog. "100, das war's Leute, alle anderen können wieder gehen. Die ersten 100 Teilnehmer kommen bitte in die Bibliothek und wir werden ihnen ihre Aufgabe erklären." Wir schlurften hinein in den Hauptbereich einer ehemals schummrig beleuchteten Bibliothek. Jetzt war sie mit großen Scheinwerfern ausgeleuchtet und in jeder Ecke standen Kameras.
Mir wurde schwindlig vor Aufregung, als ich merkte, dass ich gleich in einem seiner YouTube-Videos mitspielen würde. Ich konnte sehen, dass alle anderen es auch begriffen hatten. Wir unterhielten uns, bis ein großes Horn ertönte und uns zum Schweigen brachte. Eines der Crewmitglieder, Jason, sprach laut in die Menge. Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr hier seid und euch die Zeit genommen habt, den ersten Hinweis zu entschlüsseln. Wenn ihr euch in eine Reihe stellen und ein paar Formulare unterschreiben könntet, können wir auch gleich anfangen. Als ich an den Tisch kam, um das Formular zu lesen, drückte man mir ein Stift in die Hand und ich beeilte mich, das Formular auszufüllen. Ich dachte, das sei nur normaler Juristenjargon und drängte alles andere in den Hintergrund. Wir wurden wieder in den Hauptbereich gebracht und warteten darauf, dass man uns sagte, was wir tun sollten. Jason schaute mit einem seltsamen Schimmer in den Augen auf uns herab. Beruhigt euch bitte, es ist an der Zeit, eure heutige Aufgabe zu besprechen und euch natürlich den tollen Preis zu verraten, den wir für den Gewinner auf Lager haben. Zuerst möchte ich aber, dass ihr alle einen super geheimen YouTube-Kanal abonniert. Hier werden wir während eurer Zeit in der Bibliothek Kurzfilme posten. Jeder dieser Kurzfilme wird Hinweise enthalten, die euch in die nächste Runde bringen können. In jeder Runde gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, ihr müsst also so schnell wie möglich herausfinden, wie es weitergeht. Die Türen der Bibliothek fielen zu und ein lautes Schließgeräusch hallte durch den Raum. Ich zückte mein Handy und meldete mich wie angewiesen an. Dann fuhr Jason fort. Das sollte ungefähr 5 Stunden dauern und alles wird aufgezeichnet. Und wir meinen wirklich alles. Überall in der Bibliothek sind Kameras aufgestellt, die jeden blutigen Moment eures Kampfes auf Leben und Tod festhalten. Bei dem Begriff Kampf auf Leben und Tod zuckten alle zusammen. Ich schaute mich um. Einige schienen erschrocken zu sein. Ich hingegen dachte mir, dass das der Clickbait-Titel ist, mit dem sie für die Serie arbeiten, die sie mit uns aufnehmen. Ihr habt richtig gehört, Leute. Kämpft bis zum Tod. Das führt uns zum nächsten Punkt, dem Preis. Als letzte Person, die noch steht, gewinnt ihr nicht nur 1 Million Dollar, sondern auch noch euer Leben. Diejenigen, die die Hinweise nicht herausfinden, um in die nächste Runde zu kommen, werden getötet. Außerdem darfst du, wenn du zu den Hinweisen rennst, alles tun, was nötig ist, um dorthin zu gelangen. Stille überkam das Publikum, mich eingeschlossen. Einige drehten sich um, rannten zur Tür und versuchten, so schnell wie möglich zu verschwinden. Andere lachten, weil sie dachten, dass das ein riesiger YouTube-Streich ist. Ich drehte mich um und sah, wie die Leute vor der Tür schrien und daran kratzten, um herauszukommen. Ein Wachmann stand allerdings an der Tür und drängte sie ein paar Minuten lang ab, bevor er an einem ein Exempel statuierte, indem er ihn einfach zusammenschlug. Die anderen schlossen sich der Gruppe daraufhin wieder an. Es gibt kein Entkommen. Und versucht gar nicht erst jemanden anzurufen. Wir haben einen Ort gewählt, an dem ihr alle keinen Empfang habt. Es gibt nur ein streng überwachtes WLAN. Wenn wir merken, dass du versuchst zu fliehen, wirst du getötet und hast keine Chance, es bis zum Ende zu schaffen. Um zu beginnen, verbindet euch jetzt mit dem WLAN. Schaut auf euer Handy und zieht euch das nächste YouTube Shorts rein. Und das Wichtigste, vergesst alle nicht, Spaß zu haben, verkündete Jason mit einem finsteren Lächeln eines Bond-Bösewichts. Ich schluckte und zückte mein Handy. Ich hatte keine Möglichkeit zu entkommen. Ich musste es bis zum Ende schaffen. Das YouTube-Short war eine Aufnahme von einem YouTuber. Er lächelte in die Kamera und begrüßte uns, bevor er sagte, es gibt 26 Buchstaben im Alphabet. Es gibt hier 50 Bücher, die mit dem Buchstaben Z beginnen. Finde eines der 50 und du kommst in die nächste Runde. Ich schaute auf und die Leute hatten sich bereits in der Bibliothek verteilt. Ich musste irgendwo hingehen. Aber anstatt dorthin zu gehen, wo alle anderen hingingen, beschloss ich, den am wenigsten bevölkerten Bereich der Bibliothek zu suchen. Ich ging in die hinterste Ecke und hoffte, dass ich meine Strategie auszahlen würde. Ich schwitzte und mein Herz klopfte immer schneller. Wer hätte gedacht, dass dies der letzte Tag meines Lebens sein könnte? Ich dachte, ich würde nur an einem lustigen Spiel teilnehmen. Ich blickte auf zu einer Kamera, die jede meiner Bewegung verfolgte, während ich mit dem Finger über den Rücken eines jeden Buches vor mir fuhr. Bis jetzt keine Zs, viele Ts und As, aber keine Zs. Ich schaute zu meiner Linken auf die anderen Suchenden. Einige waren sehr konzentriert, andere schrien und weinten, aber es dauerte nicht lange, bis jemand vor Freude schrie. Sie hatte das erste Buch gefunden. Es waren also nur noch 49 übrig. Ein Buch nach dem anderen wurde gefunden und ich war immer noch in dem winzigen Raum, in dem ich angefangen hatte. Es waren nur noch 25 Bücher übrig und 50 Leben waren im Begriff verloren zu gehen. Plötzlich brach ein Streit aus. Jemand hatte das Buch 26 gefunden und ein anderer behauptete, er hätte es zuerst gesehen.
Sie fingen an, sich gegenseitig zu verprügeln, und ihre Schreie hallten durch die ganze Bibliothek. Ich ließ meinen Kopf sinken und suchte weiter. Es musste doch irgendwo ein Star sein. Ich befand mich in der letzten Ecke des Raumes, in dem ich begonnen hatte, und ein anderer war mir nun dorthin gefolgt. Die Suche dauerte 1,5 Stunden und wir hatten 45 Bücher gefunden. Ich wollte weinen, als ich zu den zehntausenden Büchern hinüberblickte, die mich umgaben. Ich stand ganz unten im allerletzten Regal. Das war mein letzter Versuch, bevor ich wieder bei Null anfangen musste. Ungläubig entstaubte ich den Buchrücken. Zoologie. Die Geschichte und die Wissenschaft dahinter. Ich zog es heraus und wollte vor lauter Glück schreien, aber ich wusste, dass ich das nicht konnte. Ich wollte nicht, dass es jemand erfährt. Ich steckte es in mein Hemd und tat so, als ob ich weitersuchen würde. Ich ging an vielen verzweifelten Menschen vorbei, bevor ich wieder in der Mitte der Bibliothek ankam. Ich übergab das Buch und durfte mich setzen, während die letzten 4 Bücher gefunden wurden. Ein Schuss nach dem anderen ertönte, als die YouTube-Crew den Rest der Spielenden erschoss. Ihre Leichen wurden herausgeschleppt, während wir unseren nächsten Hinweis per YouTube-Short erhielten. In dem Video hieß es: Hey Leute, ich bin so stolz auf euch, dass ihr die erste Phase überstanden habt. Als nächstes müsst ihr euch eine Waffe aus dem Stapel aussuchen. Wie auf Stichwort holte jemand eine große, mit Waffen bedeckte Plane hervor. Dann verteilt ihr euch in der Bibliothek. Danach gebe ich euch den nächsten Hinweis. Die 50 von uns, die noch übrig waren, rannten auf den Haufen zu. Ich hatte noch nie eine Waffe in meinem Leben benutzt und wusste auch nicht, was ich nehmen sollte. Eine Machete stach mir ins Auge und ich spürte ihr Gewicht in meiner Hand. Bevor ich mich allerdings entscheiden konnte, waren alle guten Waffen bereits weg. Alles, was noch übrig war, waren ein Baseballschläger, ein Holzbrett und eben diese Machete. Ich rannte in die Bibliothek, um ein Versteck zu finden. Mein Telefon meldete mir, dass das nächste YouTube-Short veröffentlicht wurde. Hey Leute, ich werde jedem von euch eine Person zuweisen, die ihr finden müsst. Jeder wird eine andere Person haben, also kann es sein, dass die Person, die ihr tötet, nicht die Person ist, die versucht, euch zu töten. Stellt euch das Ganze wie eine Art Versteckspiel vor. Wenn ihr sie gefunden habt, müsst ihr ihr Leben beenden. Klingt gut? Super. Die 13 von euch, die überleben, kommen in die Endrunde. Auf meinem Handy erschien eine Benachrichtigung. Gerald Heinz. Und das Bild eines Mannes. Ich holte tief Luft, Ich konnte mich nicht dazu durchringen, jemanden zu töten. Ich drückte mich weiter in den leeren Platz, den ich zwischen 2 vollen Regalen fand. Ich hoffte, dass ich diese Runde überstehen würde, aber ich wusste, dass ich niemanden das Leben nehmen konnte. Was sollte ich also tun? Ich wusste auch nicht, wer hinter mir her war. Ich saß eine Weile schweigend da. Ich glaube, alle taten das Gleiche. Verschwitzt und verängstigt vergingen ein paar Minuten, bevor ein Schrei ertönte. Dann noch einer. Große Schritte polterten in den sicheren Raum, den ich für mich gefunden hatte. Es war Geralt, der nach jemand anderem suchte. Das war meine Chance. Meine einzige Chance, ihn zu erwischen. Dann konnte ich mich verstecken, bis mein potenzieller Mörder getötet wurde. Er ging einmal an dem Regal vorbei, aber ich wusste, dass er zurückkommen musste. Also zog ich ein paar Bücher heraus und schob meine Hand und meine Machete leicht hindurch. Als er wieder vorbeiging, machte ich ein kleines Geräusch. Er ging auf das Regal zu und versuchte hindurchzuspähen. Als sein Körper gegen das Regal drückte, stieß ich mit meiner Waffe hervor und rammte sie ihm in den Bauch. Er fiel mit einem Grunzen auf den Boden. Ich ging leise um das vollgestopfte Bücherregal herum, um meine Waffe zu holen und in mein Versteck zurückzukehren. Ich würde nicht sicher sein, bis mein Mörder auch tot war. Aus Neugierde griff ich nach Geralds Handy. Auf seinem Bildschirm war das Einzige zu sehen, was ich mir erhoffen konnte. Ein Bild von mir. Wir haben uns gegenseitig gejagt. Ich holte tief Luft, weil ich wusste, dass es gerechtfertigt war, ihn zu töten. Wissend, dass ich derjenige hätte sein können, der stirbt. Ich kauerte mich wieder in mein Versteck und fing an zu weinen. Die Tränen liefen mir ewig über das Gesicht, bis mich ein Signalhorn wissen ließ, dass es sicher war, herauszukommen. Jeder von ihnen sah anders aus, als er die Bibliothek betreten hatte. Zerzaust und blutverschmiert versammelten wir uns ein letztes Mal um Jason. Er führte ein kurzes Interview für den YouTube-Kanal durch, bevor er uns sagte, dass unsere nächste Aufgabe der letzten sehr ähnlich sei. Wir werden in der Bibliothek untertauchen, Leute. Dann werde ich euch persönlich jagen. Die letzte Person, die überlebt, gewinnt das Geld und kann als Millionär nach Hause gehen. Also, jeder von euch sucht sich ein Versteck und das Licht wird ausgeschaltet. Ich lief zurück an den Ort, an dem ich vorher war, bereit, mich niederzulassen. Dann wurde mir klar, dass er wahrscheinlich wusste, dass ich vorher dort gewesen war.
Sie hatten ja überall Kameras auf uns gerichtet. Zum Leidwesen der anderen war ich nur einer von sieben, die das erkannten. Jason hatte die anderen sechs schnell gefunden und ihr Leben schneller beendet, als man ein YouTube-Video hochladen kann. Mein neues Versteck befand sich tief im Keller der Bibliothek. Ich saß 30 Minuten lang in Stille, bis ich ein Niesen hörte. Ich war erschrocken, dass noch jemand so lange mit mir dort drin gewesen war. Dann ging eine Glühbirne in meinem Kopf an. Ich hatte eine Idee. Ich flüsterte laut: "Hey, ich hab dein Niesen gehört. Ich will dir nicht wehtun." "Was?" rief mir die Stimme eines jungen Mannes zu. Ich kroch zu ihm hinüber. "Hey, ich bin Sam," stellte ich mich vor. "Und ich habe einen Plan. Ich bin Jared. Ich tue alles, solange es uns hier rausbringt." Dann sagte ich ihm, was wir tun sollten, und er hörte mir gespannt zu. Es dauerte nicht lange, bis wir hörten, wie Jason sich näherte. Durch einen kleinen Lichtschimmer, der hereinkam, konnte ich unseren Angreifer sehen. Jason stieß Jared zu Boden und schwebte über ihm. Er hob sein Messer hoch in die Luft, bereit, ihn zu töten. Aber bevor er auf ihn einstechen konnte, setzte ich ihm meine Machete an den Hals. Ich packte ihn an den Haaren, während Jared ihn in die Knie zwang. "Du wirst uns jetzt gehen lassen! Wenn du das nicht tust, bist du tot!" In einer schockierenden Wendung der Ereignisse flehte Jason um sein Leben. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Leute sich verbünden würden, um sich gegen ihn zu wenden. Ich hielt ihm meine Machete an den Hals, als er schrie, die Produktion solle das Licht einschalten und uns gehen lassen. Ich rief den anderen zu, herauszukommen, als sie die Tür öffneten. Wir anderen sechs rannten zu unseren Autos und fuhren so schnell wir konnten davon, ohne uns noch einmal umzusehen. Ich hatte überlebt. Es war ein schrecklicher Tag gewesen, aber ich hatte überlebt. Ob ich auch überlebt hätte, wenn ich zum Bahnhof gegangen wäre? Wollt ihr es erfahren? Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem.